Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin Mr. Kadhafi, euer erkundendes Kaninchen, und wir sind an einem ganz anderen Ort. Auch wenn es hier wieder roten Sand gibt. Und noch Dinge, die versteckt sind offensichtlich. Wir sind wieder beim Hedron, bei Polaris, also Polaris ist ja in uns, aber wir sind... dort, wo Hedron war... aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar ist dies ein Rätsel, welches meines Wissens, jedenfalls weil ich gefunden habe, noch keine Lösung hat. Also es wird immer noch fleißig diskutiert, ob es in diesem Spiel ist oder nicht. Und zwar in dem Lied Take Control von The All God of Asgard gibt es, wie ihr mitbekommen habt, ja Passagen, die rückwärts sind. Und wenn man diese rückwärts abspielt, dann... warum ist das hier... geben sie nur bedingt Aufschluss, sagen wir mal. Was war das jetzt hier? Was kann ich damit machen? Ich kann es wieder zumachen. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, was sie dort sagen. Aber es gibt zum Beispiel die Aussage, dass es bedeutet: In their drunken, feverish state seem to both profoundly the pyramid in the stolen file becomes a spruce tree. Das ist, also die Pyramide wird ein Bau? Das ist interessant, weil es eher entgegengesetzt zu dem ist, was wir vorher dachten, oder bisher immer dachten, wie die Entwicklung des alten Hauses war, beziehungsweise... vielleicht ist der Rat auch zu dem... wo bin ich eigentlich? Laufe ich richtig? Ich laufe, glaube ich, richtig, ja. Vielleicht ist der Rat auch zu dem... wir wissen ja noch nicht die genaue Beziehung zwischen Rat und Elstenhaus. Das wissen wir ja noch nicht. Wie das alles ist, wie das alles entstanden ist. Also da könnte es einen Hinweis geben. Nochmal einen weiteren. Außerdem wollte ich hier eh nochmal rein. Und eine andere Strophe, die ist noch ein wenig... verwirrender, und zwar: A diamond will tell you where 1, 19, 7, 1, 18, 4, 9, 19. Und da mag sich der geneigte Zuhörer jetzt fragen, was ist denn das für ein Text? Wer schreibt denn so einen Unsinn? Das ist, also jedenfalls das, was man so gehört hat, sind einfach Buchstaben, und zwar Asgard ist. Also, a diamond will tell you where Asgard is. Ein Diamant wird dir sagen, wo Asgard ist. Die Old God of Asgards haben das gesungen. Und als letztes, und jetzt kommt vielleicht... Hedron guided me here, only now after it spent years locked in a cage. Why not before? Because it's been a fun day. Wir sehen uns gleich wieder. So. Wir haben hier wieder aufgeräumt. Also, die Frage war natürlich schon, wieso hat der Drohne uns jetzt erst gerufen, um das Zischen zu bekämpfen. Okay, aber jetzt zurück zu dem, was ich nämlich eigentlich zu dem Lied sagen wollte. Die dritte rückwärts gelesene Strophe sagt: Landing on a polar star and rushing into the red room, find the quarry to take you to a secret rendezvous. So, und das könnte natürlich ohne Probleme auch einfach eine Anspielung auf ein weiteres Spiel sein. So wie es ja in Alan Wake auch war, dass sie auf, es wird wieder passieren in einer Stadt namens Ordinary, hier einen Hinweis gemacht haben auf dieses Spiel. Aber es könnte auch sein, dass es hier was zu tun hat, denn ein Polarstern, rushing onto the Red Room, der rote Raum, der ja im Endeffekt direkt hier hinter ist, ne? Also von der Karte her, wenn man runterguckt, Dimensionsforschung ist jetzt ja der rote Raum. Oder es hat was mit dem Dia zu tun, was noch fehlt. Es fehlt ja irgendwie ein Dia. Und da wird ganz, ganz viel diskutiert, wie das hier zusammenhängt. Ob das hier damit zusammenhängt, dass wir jetzt von dem Stern, da wo ehemals Hedron war, der Stern, runter müssen in den roten Raum, der ja hier unten instant wartet. Hier ist ja instant rot alles. Das Symbol mit dem... Oh mein Gott, da wollte ich gar nicht hin. Was hier denn irgendetwas ist. Und hier dann... Find the Quarry. Das Quarry ist natürlich der Steinbruch. Das heißt, gibt es hier irgendwie einen Weg in den Steinbruch?
Also es gibt noch keine, ich habe noch keine Lösung gefunden. Ich kann jetzt hier nicht einfach eine komplette Lösung aufschlagen und sagen, ja, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Das gibt es hier noch nicht. Aber das wollte ich euch einfach mal mitteilen, dass es hier ganz, ganz viel Diskussion noch gibt und Rätsel, weil dieses Spiel vollgesteckt ist mit Easter Eggs. Es gibt auch noch ein anderes Easter Egg, was ich auch sehr lustig finde und sehr cool finde. Mit der Katze zum Beispiel, das müssen wir noch rausfinden, aber ein anderes, welches wir auch machen können und schon lösen können. Erinnert ihr euch noch an die Fernseher, wo das Feuer war? Da war einfach so ein, oben auf dem North Moor, auf dem Energiereaktor, war ein Fernseher mit einem Feuer. Und ich habe mich gefragt, warum ist das da? Warum ist der da? Davon gibt es 5 oder 6 Stück und die müssen wir in den Brennofen werfen, um ein kleines Secret, um ein Easter Egg freizuschalten. So. Aber es gibt jetzt noch was, und jetzt ist ja natürlich die Sache mit dem Zahlenkombination, ne? Warum sagen sie, a diamond will tell you where Asgard is? Warum sagen sie da nicht einfach, a diamond will tell you where Asgard is? Zum einen, das da ist ein Diamant, würde ich sagen. Für mich ist das, hat das die Form eines Diamants. Also natürlich, Diamanten sehen noch, können noch ein bisschen komplexer aussehen, aber das könnte ein Diamant sein. Dann könnte natürlich auch Hedron, wenn wir Hedron nehmen, der sah ja schon sehr geschliffen aus, wie ein geschliffener Edelstein. Das könnte auch ein Diamant sein, der das im Endeffekt war. Und dann, dass sie sagen, dass sie das als Zahlen nehmen und nicht als Buchstaben, ist uns soweit auffällig, weil in diesem Raum hier, hier hinten, Zahlen an den Wänden. Und da wurde auch ganz, ganz viel schon gerätselt und rumprobiert, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Warum hier Wände mit 28... Oh Gott, ist das dunkel. Wieso ist das denn so dunkel? Ich sehe ja nichts hier. Wenn jetzt hier irgendwas ist, kann ich ja nicht erkennen. Wieso gibt es ja kein Licht? Da gibt es die Möglichkeit, das vielleicht einfach mal jetzt nur für hier vielleicht mal heller zu stellen. 70, okay. Ah, ist ja... Wow, können wir Kontrast haben? Gibt's Kontrast? Kann ich vielleicht einfach den Kontrast erhöhen? Das wäre noch ganz nett, wenn ich hier einfach... genau, mal so... die wenigstens ein bisschen was erkennen. Ist jetzt auch nicht viel mehr, weil die einfach keinerlei... Aber ne, es sind halt hier 28... 29... 29... Ich habe 28 gelesen, das ist interessant. Wände. Und da könnte man jetzt, es könnte zum Beispiel sein, dass man von dort aus auf die richtigen Wände schießen muss, fliegen muss. Das ganz Besondere, und das ist, und jetzt wird es richtig tricky. Es gibt jemanden, der hat, es gibt die Möglichkeit irgendwo in irgendeinem Raum, ich habe schon wieder vergessen, wo, in welchem Raum, ist ja auch wurscht eigentlich, aus dem Spiel sozusagen rauszuklippen. Es gibt eine Stelle, dort kommt man oben auf die Map drauf und kann dann rumlaufen und zu den ganzen Orten auch entsprechend hinlaufen. Weil das ist eine verbundene Map. Das ist ziemlich cool, dass es eine verbundene Map ist. Und man sieht an einer Stelle, ich weiß nicht mehr von welchem Raum aus, aber es gibt auf jeden Fall ganz weit weg, ganz, ganz, ganz weit weg vom restlichen, von der restlichen Map einen roten Raum. Und das ist halt, es ist alles, es passt irgendwie alles so halb auf diese zwei Textzeilen. Na, das mit den Zahlen hier, die hier überall sind. Halt mal immer aus hier nicht. Und mit dem Polarstern, mit dem roten Raum. Es könnte auch einfach ohne Probleme alles nur eine Anspielung auf ein weiteres Spiel sein, auf Alan Wake 3 oder auf Control 2 oder irgendwie sowas. Ne, das ist der Remedy, baut hier ihr eigenes Universum auf. Könnte auch ein ganz anderes Spiel sein. Quantum Break gehört ja nur bedingt zu dem Universum, weil es ja irgendwie Rechtsstreitigkeiten im Endeffekt dazu gibt. Aber die bauen ihr eigenes Universum. Da könnten sie noch so viel mit einbauen jetzt. Und das könnte eine Anspielung darauf sein, einfach. Dass das noch gar nicht, dass wir hier ganz verzweifelt einfach nach einer Lösung suchen,
aber keine finden. Das finde ich aber super spannend einfach. Das gefällt mir, dass bis heute da ganz fleißig drüber diskutiert wird in den Fangemeinden. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall etwas, da wird viel diskutiert. Es gibt noch einige andere Sachen, die ziemlich cool sind, die hier im Raum stehen. Das mit den Zahlen haben sie auch schon mal verwendet bei den Bands. In den Räumen, wo man die Musik anhören konnte. In der Geschäftsabteilung war das, glaube ich. Dort gab es ja auch eine Möglichkeit, dort geheime, ist mehr oder minder geheime Botschaften zu entdecken. Also vielleicht habt ihr da noch eine Idee, was man hier machen kann. Man kann halt nicht drauf schießen, beziehungsweise man kann drauf schießen, aber es passiert halt nicht groß was. Auch wenn man auf die Nummern schießt. Es könnte natürlich sein, dass man auf die richtigen Nummern schießen muss. Ich hatte noch die Überlegung, dass es nicht die Zahlenkombination ist, die dort halt angegeben ist, mit Asgard ist, sondern dass man hier auf zum Beispiel Eye Control oder irgendwie sowas schießt. Aber dadurch, dass es ja irgendwie kein Ziel oder irgendwie sowas gibt, also kein, wo ich sage, so genau da muss ich drauf schießen, also muss ich auf die Zahl schießen oder auf was schieße ich, ist es schwierig. Da kann man noch ein bisschen rumtesten. Es gibt noch was anderes, was auch sehr interessant ist. Es gibt so viel was Interessantes neben diesem Fernseher. Und zwar, weil halt auch noch einige verstehen auch, dass man eine Lichtkordel findet. Also man rush to red room and find a light cord. Und das könnte natürlich sein, dass wenn man schnell genug ist, also gibt's auch Leute, die sagen, vielleicht ist es eine zeitliche Frage, dass man dann diesen Lichtschalter findet, der einen hin und her teleportiert. Ja, man steht auf dem, gerade weil dieser eine Raum, den man dort nur über Glitching rausbekommt, weil dieser Raum so weit außen liegt und scheinbar nicht verbunden ist mit dem restlichen, mit dem restlichen alten Haus, wirkt es halt so ein wenig, als wäre es damit verbunden, dass man sich hinteleportieren muss mit zum Beispiel der Kordel. Ich will jetzt mal gerade probieren, nicht, dass es wirklich einfach eine Frage der Zeit ist, nicht einfach nur schnell hier hinwaschen muss. Das wäre ein bisschen lächerlich, aber nein, hier ist nichts. Okay. Okay, also ich habe unten nichts mehr gefunden, was danach, aber das finde ich gerade interessant. Wieso kann ich jetzt hier, warum, was? Wir wollten ja hier eh nochmal rein. Hallo? What? Hier wollten wir eh nochmal rein, weil es hier noch was Verstecktes gab. Ich kann nochmal in den Spiegel gehen. Also, es könnte natürlich sein, dass wir das einfach nur machen können, damit wir hier diese eine Information nochmal suchen können, die wir hier hinten übersehen hatten. Vor langer, langer Zeit. Was baue ich hier? Warte, was baue ich hier? Das ist aber noch eine Info. Ich möchte gerne erstmal die Info lesen. Was für ein Symbol baue ich denn da? Welches baue ich denn da? Ich könnte natürlich einfach wild rumprobieren. Das dürfte natürlich auch gehen, aber dann ist die Frage, wie weit, ich meine, wie weit komme ich? Denn dieses, der Spiegel dreht es herum, ist auch immer so eine, ist auch etwas, was in den Diskussionen immer wieder, oder in den Theorien immer wieder vorkommt, dass alles, was wir so, die Zahlenkombinationen zum Beispiel, dass die falsch rum sind, dass die in der falschen Reihenfolge zum Beispiel sind. Okay, der Spiegel hat immer noch keine weitere Distanz. Was heißt das? Was hat das mal mit diesem Symbol unten auf sich? Welches von diesen Alter, das ist genau mein, genau meins. Also hier hätten wir gegen SJ gekämpft. SA, nicht SJ. Warte,
Warte. Since little Topher is taking a trip with his father into the world outside our wonderful bureau, I think it's a good time to talk about secrets. Who can tell me what a secret is? It's something you hide from everyone so they don't get scared. Partially correct, Topher. A secret is something you don't tell anyone outside the bureau. Because people outside the bureau aren't ready for the truth of reality. Very good. When you tell someone a secret, you're hurting their brains very badly. Now, let's review what exactly is or isn't a secret. First, we have a rainbow. Secret or not secret? Not secret! Correct. And the true version of rainbows? Secret! Correct. Cats? Not secret! Correct. And the alpine chimera? Not secret! Topher. Too many slip-ups and your father will have to go on vacation without you. You don't want to end up like Meg, do you? What? What happened to Meg? I'm not allowed to go outside anymore. Correct. What? The actual fuck? Ich war darauf nicht vorbereitet. Darauf war ich ernsthaft gerade nicht vorbereitet. Das ist ja auch noch eine Frage, die wir uns ja auch in den Kommentaren immer wieder gestellt haben. Was hat es mit diesen Specialist Kids auf sich? Diese Serie wurde ja eigentlich für Dylan gemacht, weil er der einzige Junge oder einzige Kind hier ist. Wer ist aber Mac? Und wer ist Mr. Bones, dass wir... Was zum Geier? Mr. Bones hat ihr Herz? Und sie hat ja auch so ein Patch auf dem... So ein Flicken auf der Brust. Okay, also, ich bin... Ich muss ein paar Sachen... Also, und zwar... Was ich mir gerade noch überlegt hatte, mal abgesehen von diesem extrem weirden Ding... Synchronitätsabteilung. Wir befinden uns in der... Na, jetzt gerade nicht, aber der Spiegelbereich befindet sich im Bereich der Synchronitätsabteilung. Und was wir gelernt haben, ist ja, dass Dinge, die identisch sind, plötzlich irgendwie sich gegenseitig beeinflussen können. Jetzt sind wir im Spiegelraum. Und es könnte ja gut sein, dass wir hier das Gegenteil bauen müssen. Und ich weiß, dass im Nicht-Spiegelbereich war, im Originalbereich, waren hier auch solche Dinger, die wir nicht beeinflussen konnten, weil sie hinter einer Wand waren. Und die haben gesagt so, ah, ich habe schon welche gesehen, die hätten mal blinken, vielleicht müssen wir hier einfach genau das Gegenteil bauen. Ähnliches gilt mit den Fernsehern dort drüben. Von denen wir hier, glaube ich, keinen interagieren können, aber vielleicht... Deswegen wollte ich hier nochmal rangehen, dann habe ich gesehen, dass wir das damit interagieren können. Und das hatte ich mir vor Ewigkeiten schon mal aufgezeichnet, als wir das erste Mal hier waren. Mit, SAI? Oder wie das hieß?
Deswegen würde ich mir jetzt mal hier nochmal ganz kurz aufmalen. Egal. Und hier ist der erste. Dass wir vielleicht wirklich Spiegelsynchronität erzeugen können. Und im in der echten Welt könnte auch ein Symbol angezeigt werden, welches wir spiegeln müssen für diesen Raum, für das dorthin. So, also zum ersten. Warte, Spiegel. Andere Seite. Ha! Ha! Und zwar. Oh Gott, das Zeichnen von Objekten, die ganz komisch aufgebaut sind. Also, der geht 3 rein. Oder? Geht der 3 rein? Ja, der. 3 rein und hier unten sind auch 3 Stufen. Okay. So. Das wäre dieses. Und dann müssen wir hier oben nochmal gucken. Ich kann jetzt gerade. Ich habe jetzt echt gerade keinen Bock, in jedem Raum hier kämpfen zu müssen. Ich war ganz ehrlich, ich bin auf der Erkundungsreise. Gehen Sie weg. Hierher. Ich bin dabei, Dinge zu entdecken. Nicht mich mit Freunden zu prügeln. Oh Gott, ich hab gar nicht gesehen. Noch mehr! Also gehen Sie mal weg. Genug? Dankeschön. Also, was ich nämlich eigentlich mache. Vielleicht sind eh nur Crap-Sachen hier, ne? Stufe 1 Lebensschub. Also. Hier oben. Oh, da kommen wir jetzt auch ran. Seit wann ist denn das offen? Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, welches ich davon wirklich beeinflussen soll und welches nicht. Also ob ich diese oder die Spiegelwelt beeinflussen soll. Wenn ich jetzt beide beeinflussen kann. Die kennen wir schon, ne? Welche waren das? Weil wir haben ja sozusagen die Spiegelvariante davon gesehen. Ha! Ist die gleiche? Interesting. Die Fernseher sind ganz anders. Warte mal, vielleicht kann ich hier aber ausschießen. Und zwar, der muss an sein. Der. Okay. Ich hätte gedacht, dass ich die vielleicht ausschießen kann oder muss, aber offensichtlich sind die immun gegen. Interessant ist, dass einige grün leuchten. Wieso leuchten einige jetzt grün? I'm confused. Egal. So. Ich habe mir die markiert. Jetzt gehen wir nochmal runter und jetzt haben wir auf jeden Fall das Symbol, welches. Alter, Mac ist so. Die Pseudo. Die veränderte Mac ist so gruselig. Wichtig ist, dass wir das natürlich auch spiegeln müssen. Also, das heißt, auf dieser Seite muss das sein. Unten muss das sein und oben. Das war's? Nachladeeffizienz 1, das war's? Warte mal. Das war das große Geheimnis, eine Nachladeeffizienz 1? Oder was auch immer, Nachladeeffizienz-Bonus? Also nicht, dass ich jetzt undankbar erscheinen möchte, aber... Ist jetzt nicht der Knüller. Ist jetzt wahrlich nicht der Knüller, so warte mal. Fernseher, kann ich hier was machen? Kann ich hier nicht anschließen oder ausschließen oder irgendwie?
Und hier, warte mal, welche bewegen sich? Es bewegen sich genau... Ah, warte, 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 vielleicht muss ich... genau die ausmachen, um das spiegelbildlich hinzukriegen. Oh Gott, was ist das? Oh. Interesting. Pass auf, warte mal. Jetzt machen wir das an der anderen Seite auch mal. Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Oder sind die jetzt hier auch schon direkt angepasst? Ich probiere gerade einfach viel rum. Ich habe einfach gerade ganz viel rumprobiert. Und gekämpft immer wieder zwischendurch, weil die natürlich immer wieder neue Gegner spawnen in der... Nee, falsche Seite. Und es war halt, ob die an- oder aus waren, dann dachte ich mir so von wegen, okay, dass man die einfach gleichzeitig schwingen lässt. Warte mal, jetzt geht es wieder los. Okay, bis gleich. Schüttel, schüttel, schüttel. Energieschub, was? Nee, das war's nicht. Ja, schon wieder Nahkampf. Nahkampf. Das ist natürlich das Problem, dass ich jetzt einfach ganz, ganz viel irgendeinen Kram dabei immer bekommen habe. Aber Energieschub ist doch das hier. Ist doch nicht die Belohnung dafür. Ist das die Belohnung dafür? Mag sein, dass das die Belohnung ist. Ich meine, es sind ja einfach nur kleine Minigames sozusagen. Einfach nur kleine Minisachen. Muss ja auch nicht immer super was Tolles sein. Ich hätte nur erwartet, dass das halt irgendwie... Muss ja nicht was, so eine goldene Modifikation sein. Ich hätte nur erwartet, dass das irgendwie was... schon mal spektakuläres ist. Vor allen Dingen, wo wir ja bei dem Glücksspiel immerhin ein Outfit bekommen haben. Und hier sind es zweimal einfach nur eine Modifikation, die jetzt einfach vergleichswert scheiße ist. Also das ist es einfach, die muss ja nicht, muss ja keine super Modifikation sein, absolut nicht, aber einfach eine random Modifikation, die scheiße ist? Na gut, wie gesagt, es ist halt immer schwierig, Belohnung zu machen. Warte. Warte. Okay. Verzeihung. Aber das war es dann wohl. Okay. Ich glaube, die Folge ist jetzt schon lang genug. Ich habe jetzt ganz, ganz viel angeguckt. Und dann gibt es auch noch diesen einen Ort, den ich auch noch mit den Fernsehern, das will ich auch noch machen. Das dauert aber auch super lang. Das wird auch einfach eine Folge zu sein mit Zusammenschneiden. Vielleicht finde ich noch irgendetwas, was ich... ein kleines Secret. Vielleicht finde ich da noch irgendwas, ich will. Ich gucke halt viel bei Reddit gerade auch rein und versuche da zu entdecken, was ich noch finden und suchen kann. Weil das Spiel ist so vollgestopft mit Easter Eggs und mit Secrets und auch Dingen, die bis heute noch nicht entdeckt sind. Und Remedy hat auch, also die Spielemacher haben auch gesagt, dass es immer noch unbekannte Secrets gibt. Dass es immer noch Dinge gibt, die nicht entdeckt wurden. Und das finde ich einfach super spannend. Das ist, wie umfangreich die, also, das passt einfach so unglaublich gut hier rein. Das ist so, das, die Welt besteht nun mal daraus, dass es einfach Geheimnisse zu entdecken gibt und dass es Dinge gibt, die, dass das Haus, das älteste Haus einfach auch sich nicht komplett einfach öffnet und auch für uns dann nicht als Spieler. Und dass wir hier auch als Spieler noch suchen und entdecken können im ältesten Haus. Und auch gemeinsam dann entsprechend. Wie das mit dem Lied. Mit dem Lied, das ist, da wird so drüber diskutiert und so viele Rätsel und probieren da verschiedene Sachen rum. Und das ist einfach spannend und cool zu sehen. Das finde ich toll. Finde ich toll. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!